The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ist heute erschienen, damit auch ein Happy Release Day an jeden Einzelnen, der das Video guckt. Und damit ihr einen richtig guten Einstieg in das Spiel habt und ich euch aber nicht zu viel spoilere, habe ich euch in diesem Video mal meine Top 10 Geheimnisse und Dinge, die ich gelernt habe, zusammengefasst, während ich die Tutorial-Insel gespielt habe. Also falls ihr vielleicht die ein oder andere Sache noch lernen wollt oder vielleicht schauen wollt, wo vielleicht noch ein Secret ist, was ihr verpasst habt, dann guckt euch gerne dieses Video an. Aber ich habe noch gar nicht weiter die Tutorial-Insel gespielt. Das heißt, kein Spoiler, sobald ihr die Tutorial-Insel verlasst. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Und als Punkt 1 habe ich hier mitgebracht, dass es die Crocs wieder gibt. Das ist jetzt kein zu neues Geheimnis, aber es gibt neben den altbekannten Croc-Rätseln, die man kennt, beispielsweise, dass man einfach nur einen herumdüsenden Croc finden muss, den man dann anspricht, oder dass man vielleicht auch diese Steine wieder zusammensetzen muss, dass ein neuer Croc erscheint, auch mindestens ein neues Rätsel auf der Tutorial-Insel. Vielleicht seid ihr bei einem Kunden der Insel schon mal auf diesen Croc gestoßen, der mit seinem großen Rucksack auf dem Rücken liegt und sagt, oh, ich kann mich nicht mehr bewegen, und dann auf seinen Freund verweist, der ein Rauchzeichen macht. Was ich erst gar nicht wusste, ist, dass man diesen Croc mit seiner Ultrahand hochheben kann, und es ist tatsächlich eine eigene Quest, diesen Rucksack-Croc immer zu seinem Kollegen zu bringen. Auf der Startinsel muss man immer verschiedene Gefährte bauen, mit denen man ihn dann rüber transportiert, und als Belohnung erhält man 2 Croc-Samen, also quasi so, als ob man 2 einzelne Crocs finden würde, was ich sehr, sehr cool fand. Also wenn ihr demnächst mal wieder so einen Kollegen seht, wie er hilflos auf seinem Rücken zappelt, dann bringt ihn zu seinem Freund und ihr werdet dafür belohnt. Das zweite Learning, was ich auf der Tutorial-Insel hatte, ist die Tatsache, dass man am besten immer mindestens eine Waffe im Inventar hat, welche man noch nicht vercraftet hat, also welche man noch nicht mit einem anderen Gegenstand mit der Synthesefunktion zusammengesetzt hat. Weil ich hatte folgenden Fall. Ich bin auf der Tutorial-Insel auf diesen Zwischenboss gestoßen, diesen Blockgegner, der so ein bisschen Ivarok ähnlich ist. Und als ich ihn dann besiegt hatte, habe ich neben vielen spannenden Items auch so eine Art Stachelrolle gedroppt bekommen. Und ich habe dann gemerkt, die kann ich gar nicht in mein Inventar packen, sondern das ist etwas, was ich auf meine Waffe draufpacken kann. Zu dem Zeitpunkt hatte ich aber keine Waffe im Inventar, die nicht schon mit irgendwas anderem verbunden war, und man kann diese Verbindung ja auch nicht lösen. Also ich konnte einfach diese Stachelrolle, die eine wirklich krasse Erweiterung für eine Waffe gewesen wäre, nicht auf meine Waffen packen. Ich habe sie dann auf mein Schild gepackt, dazu kommen wir dann später noch, warum das eigentlich sinnvoll ist. Aber da habe ich dann gemerkt, es ist eigentlich immer sinnvoll, mindestens eine Waffe dabei zu haben, die man noch mit anderen Dingen verbinden kann, falls man eben solche krassen Gegenstände findet. Als drittes habe ich gelernt, es ist nicht so schlimm, wenn man nicht von Anfang an überall hinkommt. Denn gerade im Himmelsgarten, wo man dann überall diese schwebenden Inseln sieht und sich denkt, oh, wie komme ich dahin, wie komme ich dahin, wie komme ich dahin? Und man dann anfängt, sich irgendwelche crazy Brücken aus Baumstämmen oder sonst was zusammenzusetzen, sollte man immer erstmal ein bisschen abwarten. Denn später findet man super praktische Gleiter auf dieser Insel, mit welchen man überall hinfliegen kann. Und dann kommt man auch auf die schwebenden Inseln, und allgemein ist das Movement und das Entdecken viel leichter. Also wenn ihr euch am Anfang vielleicht denkt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich hier und da hinkommen soll, holt euch diese Gleiter, und damit sollte euch eigentlich jeder Ort im Himmelsgarten offen stehen. Punkt Nummer 4, und der bezieht sich jetzt auf den Punkt Nummer 2, den ich gesagt habe, ist die Tatsache, dass ihr eure Schilde aktiv im Kampf nutzen könnt. Neben dem ganzen normalen Blocken und auch diesem Schildblock, den man in Breath of the Wild vor allem dafür verwendet hat, diese Laser zurückzuschleudern, kann man nun auch in Tears of the Kingdom spannende Items vorne an sein Schild packen, unter anderem auch Angriffs-Items. Wie beispielsweise diese Stachelrolle, die der Zwischenboss gedroppt hat, und damit kann man dann wirklich auch im Kampf aktiv schlagen und viel Schaden machen. Also das Schild wird in Tears of the Kingdom nicht mehr einfach nur zum Blocken und zum Verteidigen genutzt, sondern kann auch aktiv in den Angriff mitgenutzt werden. Was ihr vielleicht beim Durchzocken auch gemerkt habt, ist, dass ihr auch Schilde findet, auf denen bereits ein Flammenwerfer drauf montiert ist. Dann müsst ihr das Schild einfach nur noch vor euch halten und ihr speit Feuer bis zum geht nicht mehr. Das Einzige, was mich hier dann tatsächlich ein bisschen stört, ist, dass man immer Feuer speit, wenn man dann sein Schild vorne hält. Also man kann diesen Flammenwerfer dann nicht an- und ausmachen. Aber das ist okay, dann wechselt man einfach auf ein anderes Schild. Aber nutzt eure Schilde aktiv
als offensives Item im Kampf. Es lohnt sich. Übrigens, falls ihr Lust habt, mein Playthrough von Tears of the Kingdom zu sehen, neben all den Videos, die hier auf dem Hauptkanal kommen, gibt es auch ein komplettes, ganz klassisches Let's Play auf meinem Zweitkanal. Also guckt da gerne vorbei. Aber wenn ihr auch keines dieser Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren, denn da wird jetzt ordentlich Content die nächste Zeit kommen. Und damit kommen wir auch schon zu Tipp Nummer 5 und der ist ganz, ganz basic, deswegen halte ich mich kurz. Es gibt Shield Jumps in diesem Spiel. Dafür müsst ihr einfach nur in der Luft, ich glaube ZL und dann X oder A drücken. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Dann geht Link normalerweise in diesen Schild-Surf-Modus, den man auch schon aus Breath of the Wild kennt. Aber bei dieser Animation macht Link einen ordentlichen Satz nach vorne und den kann man wirklich nutzen, um große Abgründe zu überwinden oder auch tatsächlich auf etwas hochzuhüpfen, wo man vielleicht davor nicht klettern konnte. Also nutzt diesen Shield-Jump wirklich, um euch vielleicht die eine oder andere Passage im Spiel zu erleichtern. Das ist etwas, was ich erst ganz spät in Breath of the Wild rausgefunden habe und deswegen will ich, dass ihr das von Anfang an in Tears of the Kingdom wisst. Nutzt den Shield-Jump. Und auf der Tutorial-Insel gibt es natürlich auch super viele Geheimnisse und mit Sicherheit auch ein paar Truhen, die ihr vielleicht noch nicht entdeckt habt. Ich werde euch nicht alles spoilern, ihr sollt natürlich auch noch was selber finden, aber ich habe mal so ein, zwei zusammengefasst, wo ich mir dachte, wow, geil, die gefunden zu haben. Und die erste Truhe befindet sich gleich in der Nähe des ersten Schreins. Ihr werdet ja dann vom Tempel der Zeit zum ersten Schrein gebracht und anstatt, dass ihr hochklettert und dann in den Schrein geht, könnt ihr euch an der Seite runterfallen lassen. Und hier findet ihr eine geheime Truhe. Eine weitere Truhe ist ebenfalls in der Nähe eines Schreins, und zwar in der Nähe des zweiten Schreins, dem Syntheseschrein. Da ist neben dem Schrein etwas abseits ein Loch im Boden und wenn ihr euch dort dann mit einer Felsenwaffe durch das Geröll prügelt, lauft ihr so richtig cool an der Kante der Inseln entlang, hinter den Wasserfällen vorbei, wo ihr ebenfalls eine Truhe findet. Und das ist übrigens auch eine Abkürzung, die euch wieder auf die andere Seite des Wassers bringt. Denn um zum zweiten Schrein zu kommen, muss man sich ja dieses Floß bauen. Und eine weitere Truhe, die man leicht vergessen kann, ist eine, die man schon recht früh sieht, aber wo man am Anfang noch nicht hinkommt. Denn relativ in der Nähe des Tempels der Zeit etwas davor ist so eine riesige Steinplatte, auf die man einfach nicht draufkommt. Wenn ihr dann aber die Deckensprungfähigkeit habt, kommt ihr auch da hoch. Und die letzten Truhen, die ich euch noch zeigen will, das sind die, die ihr mit dem Gleiter bekommen könnt. Denn wenn ihr den letzten Schrein auf der Tutorial-Insel gemacht habt, dann könnt ihr mit dem Gleiter überall hinfliegen und da findet man die ein oder andere spannende Truhe mit einer großen Sonau-Energiesphäre. Ich glaube, ich habe in meinem Playthrough 2 oder 3 insgesamt auf der Insel gefunden. Vielleicht wisst ihr ja noch, wo mehr sind, aber nehmt euch die mit. Ich weiß nicht, wozu man sie braucht, aber sie wirken verdammt wichtig. Punkt Nummer 7 betrifft die Raubschleime. Ich weiß nicht, ob ihr da vielleicht am Anfang Probleme habt, gegen die zu kämpfen. Es gibt eine ganz simple Methode, wie ihr gegen sie vorgeht. Und zwar müsst ihr sie einfach mit Feuer abschießen. Nutzt also eure Bombencraftings oder eure Feuercraftings, um diese Raubschleime anzuzünden. Und anschließend könnt ihr auf diesen raushängenden roten Schwachpunkt, der so wie eine Art Zunge aussieht, einprügeln. Das Ganze lohnt sich, denn zumindest in den beiden Raubschleimen, die sich auf der Tutorial-Insel befinden, sind jeweils Truhen drin. Also setzt sie ein bisschen unter Feuer, besiegt sie und schnappt euch die Truhe und damit auch sehr wertvollen Loot. Fakt Nummer 8 ist eine Sache, die ich einfach super, super spannend finde. Und zwar sind ja überall auf der Insel diese Stangen, wo man dann normalerweise immer diesen Haken einhängen muss. Dann kann man ein anderes Objekt daran craften und dann kann man damit sozusagen von A nach B kommen. Wusstet ihr aber, dass ihr auf diesen Stangen einfach laufen könnt? Also falls ihr mal keine Lust habt, euch mal wieder ein crazy Gefährt zu bauen, was manchmal ganz schön anstrengend sein kann, klettert einfach drauf und lauft drüber. Ja, und in dem Moment, wo wir uns im Schnitt dachten, boah, da haben wir mal wieder einen richtig geilen Trick gefunden, finden wir raus, dass das auf den Stangenlaufen total hohl ist, weil das mit dem Schildschlittern total nichtig wird. Also, wenn ihr schnell von A nach B kommen wollt, dann baut euch nicht so ein Gefährt und dann schildsurft einfach auf den Stangen. Aber ihr könnt doch drauf laufen. Es würde theoretisch funktionieren. Damit kann man sich, glaube ich, einiges an Zeit und Nerven sparen, wenn man nicht gerade Lust hat, sich wieder die nächste Gondel zu bauen, die einen dann so langsam von A nach B gleiten lässt. Geheimnis Nummer 9 ist eine Sache, die wollte ich erst gar nicht mit aufnehmen, aber als ich dann mit Justin im Call saß und ihm davon erzählt habe, war er so, warte, was? Das funktioniert? Und dieses Geheimnis betrifft diese Lichtwesen, die ihr vielleicht schon mal irgendwo gesehen habt. Ich glaube, das allererste findet man in einer Höhle, wo man dann mit Luftblasen beschleudert wird. Die kann man töten. Und das sind Lichtwesen, die dann so eine Art leuchtenden Rubin hinterlassen. Das ist irgendein Moisignum. Ich weiß nicht mehr genau, wie das heißt. Ein ganz komischer Name. Diese Collectibles wirken aber sehr wichtig. Wofür man sie braucht, weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht herausgefunden. Ne? Aber ich habe auf der Insel, glaube ich, insgesamt 3 dieser Leuchtwesen
Riesen gefunden, ne? Und ich glaube, dass das später auch noch sehr, sehr wichtig kann. Vielleicht werden die sogar wichtig für die 100%. Keine Ahnung. Es wirkt echt special. Also wenn ihr irgendwo so ein leuchtendes Wesen herumdüsen seht, tötet es. Denn danach hüpft so ein kleiner Hase weg und hinterlässt euch einen Rubin. Und als Fakt Nummer 10 ist eine Sache, wo ich erst dachte, oh mein Gott, bin ich ultra smart. Und dann wurde ich vom Spiel so enttäuscht. Und das ist die Tatsache, dass sie mit dem Deckensprung auch auf den Tempel der Zeit kommt. Eigentlich total simpel, aber da dieser Deckensprung so eine komplett neue Fähigkeit ist, hatte ich das gar nicht auf dem Schirm und dachte man so, oh mein Gott, ich bin so intelligent, man kann ja auf den Tempel der Zeit. Also, und dann bin ich da hoch und dann war da auch eine richtig schön designte Area, so mit Flüssen und mit einem Brunnen und allem. Aber das nichts. Ich weiß nicht, ob da später noch was hinkommt. Der Ort sieht wichtig aus, weil er auch so ausdesignt ist. Vielleicht kommt da noch eine Nebenquest oder so später hin. Aber zum aktuellen Zeitpunkt weiß ich nicht, was man da oben machen kann. Aber eine Belohnung war da nicht. Und da war ich wirklich sehr enttäuscht. Ich hoffe aber, ihr wart nicht enttäuscht von diesem Video. Falls nicht, abonniert gerne den Kanal. In Zukunft kommt ganz viel. Ich verlinke euch jetzt hier unten nochmal Part 1 von meinem Let's Play, falls ihr euch das angucken wollt. Und hier oben gibt es das nächste Tears of the Kingdom Video, sobald es online ist, welches hier auf dem Kanal erscheint. Viel Spaß!